What's up, everybody? Welcome back to New Video. Wir sind auf der Maganichi. Draußen, ein bisschen regnerisch, aber naja. But look at this! So many people here! Was ist das? Ich werde dann auch gleich noch reingehen, aber zurzeit ist die Schlange ziemlich lang zum Reingehen. Von daher bleibe ich jetzt noch eine Weile hier draußen. Das ist auch schön. Und diese Freunde und tolle Leute. Und ich bin der glücklichste Mensch aller Zeiten. Ihr seid jetzt alle in meinem YouTube-Video. Wow. Ja, bewegt. Look at them, they're pretty. And I'm not. You're in tape. Ja, ich habe es immer noch nicht geschafft reinzugehen. Aber ich werde heute noch reingehen, weil ich nicht mein Ticket umsonst bezahlt habe. Ist es Rüdiger? Oh nein, 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 nein. Ja. Aber hey, hier draußen ist es doch schön. Und es regnet nicht gerade. Okay, Leute, ich bin immer noch nicht drin gewesen, aber das lügt niemanden. Und das ist so. Look at this! Look at all of them! Look at them having fun and stuff and. This is the most amazing thing ever! I'm so happy. Face bomb! Hi! Oh my god! Hi! Ihr seid jetzt alle in meinem YouTube-Video! Oh my god! What the fuck? Sag mir jetzt! Hallo! Du gehörst da nicht zu! Okay! Und ich kenne so viele Leute, einfach auch schon von der LBM und so. Und oh mein Gott. Wuff, 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 wuff. Oh Gott, nein. Was kann ich ja? Kennst du den? Ja, aber ich habe vergessen. Sie haben Spaß. Spaß. Look at them. So, das Treffen ist jetzt vorbei. Wir haben voll viele tolle Fotos gemacht und generell, es war einfach so übermäßig krass, dass so viele Leute gekommen sind. Ja, und herrlich. Ja, jetzt nach, weiß ich nicht wie vielen Stunden, 16 Uhr, gehe ich auch mal rein was essen, nachdem ich, weiß ich nicht, überhaupt aufgehalten wurde und ja. Außerdem werde ich mich drinnen umgucken, weil, hey, ich habe die Karte nicht umsonst gekauft. Hi! Ja, perfekt!
So, wir haben unsere Bahn kam jetzt nicht und jetzt müssen wir eine Stunde warten, weil wir unseren Bus nicht mehr bekommen haben. Krass. Und deswegen haben wir uns entschieden, hier zu bleiben und einfach zu chillen. So lange. Wir haben auch gerade das Feuerwerk gesehen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ja. Wow, alles fantastisch. Ich meine, für mich ist es jetzt nicht so schlimm, aber er muss sehr früh raus und ja. Und es haben halt auch alle Händlerstände und so auch schon zugemacht und ja. Look at this. Sie haben zugemacht. Und die anderen sind auch schon gegangen. Hi. Hi. So many people here. Hi, what's up? Es ist Tag 2 von der Konnichi und es ist schon zu spät. Dieser Tag sollte niemals zu Ende gehen. Ja. Wir stehen jetzt hier rum. Ja. Mit einer creepy lächeln. Bloß nicht. Ja. Dum, dum, dum. Du warst ein Sventis? Was? Nee, warte, du warst ein Venides. Ja. Ein Venides. Vanitas, der Lateinisch. Vanitas? Finde ich besser, ja. Okay. Venedig sprechen die das immer so seltsam aus. Ja, gerade nicht auf Tape. Da drüben ist ein Sventis und er versteckt sich. Okay, cool. Heute unterwegs als Noctis und Prompto. Prompto. Ah! Wir haben gestern darüber geredet, so Prompto und Noctis. Und ich war so, wer von beiden ist wer? Oh. Ich kenne Fantasy jetzt noch nicht so ganz gut, aber I try. Look who is there! Look who is there! Nee. Woher kennt man sich denn? So beautiful. Immer diese Vlogger. Ja, immer diese Vlogger. What should I say? Dieser Vlog ist einfach der größte Trash aller Zeiten, ey. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es sind einige Wochen vergangen seit der Konnichi. Eigentlich wollte ich gleich an dem Tag danach filmen, aber irgendwie bin ich nicht ganz dazu gekommen. Beziehungsweise ich habe es vergessen. Genau, außerdem wollte ich auch gerne zeigen, was ich gekauft habe, denn es ist toll, okay? Fange ich doch erstmal damit an. Und zwar Riku, my best boy. Ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Wie ihr vielleicht gesehen habt, bin ich an dem Stand vorbeigelaufen und ich musste es tun. Ich weiß, ich treibe mich damit immer wieder in den Ruin, aber ich musste es einfach tun. Wer das LWM-Video gesehen hat, der weiß sicherlich auch, dass ich dort von derselben Zeichnerin eine Stirn gekauft habe. Außerdem habe ich noch eine Aqua von einem Zeichner gekauft. Er hatte auch noch eine Shion und eine Kyrie. Aber ich habe mich für Aqua entschieden. Einfach nur,
Look at her. Look at this precious girl. Observe. Yes. She has to be on my wall. Und zu guter Letzt, ich bin stolz, dass endlich mal jemand in mein Kornhorn geschrieben hat. Weil bisher war es einfach leer. Das wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. So, und jetzt zur Convention. Sonntag, so in etwa eine halbe Stunde, nachdem ich das Video gemacht hatte, musste ich dann auch schon wieder nach Hause fahren mit dem ICE. Ja, ich fand es nie so geil, dass ich schon so früh gehen musste, aber ich war nicht der Einzige, der schon so früh gehen musste, weil recht viele konnten nicht so lange bleiben. Was mich dann ein bisschen getröstet hat. An sich war die Convention auch ziemlich hammermäßig geil. Also ich bin einfach immer noch so dankbar und sprachlos von dieser Con. Ich meine, ich habe so viele Freunde endlich nach einem halben Jahr wieder gesehen und generell Cosplayer, die ich einfach so hammer finde und die sind einfach nur meine Idole, habe ich einfach nur getroffen und ihr merkt schon, ich kann das einfach nicht beschreiben, wie krass es einfach war. Ja, außerdem sind so viele Cosplayer einfach zu dem Kingdom Hearts Meetup, was ich organisiert habe, am Samstag gekommen und sie hatten alle so viel Spaß und es kam so viel Rückmeldung, dass es allen gefallen hat und oh mein Gott, das ist einfach so schön. Ich bin gerade immer noch am Feiern und wenn ich könnte, würde ich einfach sofort wieder zu diesem Wochenende zurückgehen und es wiederholen, weil besser konnte es nicht sein. Ja, wie soll ich sagen? Ja, die Convention war wirklich großer Erfolg für mich und nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall wieder hingehen, weil ja, solches Erlebnis sollte man wirklich mehrere Male haben, you know? Natürlich wird nicht jede Con selbst, also gleich, aber es war Hammer. Also es war schon krass. So, in der Con an sich fand ich es jetzt nicht so, also ja, es war halt Con, ne? Es waren halt Stände und Zeichnerstände und Bühnen. Der Innenhof, Bring and Buy, wo ich ernsthaft nicht reingegangen bin, weil die Schlange war so lang. Ich wollte mich da absolut nicht anstellen. Ja, also ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr wieder eine Karte kaufe. Mal gucken. Ja. Also abends war es dann doch ganz gut, dass ich reingehen konnte, aber vormittags war ich halt die ganze Zeit nur draußen. Und deswegen muss ich mal gucken, aber was soll's. Ich würde sagen, ich habe genug gelabert und ich bedanke mich auch schon wie ganze Leute, die sich das jetzt angehört haben, weil es war wirklich schlimm, aber ich muss einfach mal fangirlen, okay? Ja, ich hoffe, euch hat das Video so einigermaßen gefallen. Ich weiß, es war sehr viel Cringe dabei, aber ich habe versucht, das so gut wie möglich zu verarbeiten. Ich muss auch immer noch daran arbeiten, wie ich meine Videos gestalte. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video bei der Max. Ich freue mich jetzt schon drauf und see you guys! Struggle is real. Und es fängt an zu regnen. Ich möchte nicht, dass meine Kamera nass wird. Gut, Leute, ich war immer noch.
noch nicht drin, aber das ist mir egal, weil wir eine sehr große Gruppe sind. Hab ich angesagt? Ja, hab ich. Außerdem hatte ich kein richtiges Schlusswort, deswegen mache ich es jetzt. Und ich habe schon wieder verkackt. Was mache ich eigentlich hier? Was geht mit meinen Haaren ab? Nein, ich lasse es laufen. Was gerade angeguckt hat, der war einfach nur Held. Aber ich mache das jetzt nicht nochmal, weil ich bin absolut müde. Es ist um 11 und ich muss einfach um 2 aufstehen. Wir fahren um 2 Uhr morgens in Urlaub. Toll, oder? Warum? I just sleep with Riku.